Kammern auf, Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Herzkammern auf, Bad News raus. Liebe rein, glücklich sein. Hallo! Frau Marti! Grüß dich! Ja, cool. Super! Aus der verbotenen Stadt, aber dann denke ich mal, dass man von aus dem Häuschen. Nee. Also wir sind schon total gespannt. Also wir haben schon gesehen, die sitzen hier schon alle auf der Lauer in Warteschleife. Wir sind hier in Bergisch Gladbach bei, wie heißt das, Kais Restaurant oder so, ne? Much. In Much? Also das ist wirklich das Tolle. Man kommt auf einmal in Orte. Also ich habe noch nie von Much gehört. Du? Much ist weltbekannt. Weltbekannt. Also auf jeden Fall sah das, was ich auf der Internetseite gesehen habe, richtig toll aus. Aber was mich am meisten, ehrlich gesagt, hat persönlich total fasziniert hat oder berührt, eigentlich hat es mich berührt, das war ein Video, was auf der Internetseite zu sehen ist. Und das, ja, da war der ganz ergriffen, weil da Valentinstag eben die Wohnmobile gekommen sind und dort gespeist haben und wohl ihre Fahrzeuge geschmückt haben. Und man hat noch gemerkt, ja, wie sehr er auch ja, berührt war davon, weil das ja im Moment auch alles eine ganz schwere Zeit für die Gastronomie ist. Und das fand ich irgendwie ganz... ja, super sympathisch und super nett. So, jetzt steht hier ein Mann mit einer Kiste. Hallo und herzlich willkommen bei Kais Restaurant im Golfclub Oberbach. Schön, dass Sie zum Wohnmobil hineingekommen sind. Wir beginnen jetzt einfach mit unserer Kiste. Tischdecke, Stoffserviette, Blume, Kerze, Besteck, Gläser, Salz- und Pfefferstreuer, damit Sie Ihr Wohnmobil schön einrichten. Oh mein Gott! Dazu gibt es die Menükarte nochmal für Sie zum Ansehen und für mich, damit ich Ihnen auch gleich das richtige Essen bringe. Super, das sieht ja total toll aus. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass ich jetzt auch noch dekoriert werde. So, guck mal hier, ne? Nicht nur eine Kiste gibt es, sondern ich habe zur Begrüßung erstmal zwei richtig kühle, tolle Sekt-Portionchen mit Grandberry. Also ich habe nicht dabei gedacht, dass Bergisches Land Bergisch ist. Dann können wir direkt die Wasserwaage testen. Wir hatten schon mal in Wuppertal das Problem, dass wir nirgendwo eigentlich übernachten konnten, weil alles immer schräg war. Und das ist natürlich hier auch extrem. Hammer, und da habe ich das eigentlich schon erfunden. Da haben wir uns nämlich auf einen Hotelparkplatz gestellt und haben da abends gegessen und haben gesagt, können wir hier ein Dinner zu uns nehmen? Stimmt, hör mal, ich bin ja der Erfinder des Wohnmobil-Dinners gewesen da schon. Und dann haben wir da geparkt und haben da gegessen. Also genau so, wie wir das jetzt machen. Wir smoothen uns schon mal ein. Okay. Schunkeln uns schon mal. Wir schunkeln uns schon mal ein. Wenn man ja genug Intus hat, muss man hier leider stehen bleiben. Echt, das wird schwierig, aber es ist echt schräg hier. Prost. Prost auf das Wohnmobil-Dinner. Und zwar eine, wie früher in der Hotelfachschule. Das ist ja mal cool. Aber so richtig gestärkt, ne? So, jetzt kommt da erstmal, müssen wir ein bisschen Platz schaffen, ne? Eine weiße Tischdecke. Ich trinke gerade mal meinen 80% weg. Jörg trinkt seinen 80%. Da kommt jemand. Mann. Hallo. Mein Gott, das geht so schnell. Ich komme gar nicht mit. Jetzt gibt's schon Brot. Ich habe noch nicht eingedeckt. Ich bin im Stress. So Leute, das nenne ich mal ein Wohnmobil-Dinner. Es startet schon sowas von mega. Es ist einfach nur ein Traum und so nett alle hier. Hammer. Schaut euch das an. So, jetzt leert es sich so langsam. Die Sonne geht unter und hier die Plätze von den Golfern lichtet sich. Und dafür wird es hier voll. Also, das wird hier richtig gut angenommen und ich glaube, ich weiß warum. Hier ist toll, ne? Ja, ja, wunderbar. Sehr, und vor allen Dingen sehr lecker. Ich muss jetzt so ein Interview so führen, das ist dann Corona-konform. Ich spreche in die Richtung. Ja. Die zwei sind gar keine Wohnmobilisten. Nein. Die haben sich nämlich dieses Wohnmobil hier gemietet. Das kann man auch. Darf ich fragen, was das kostet? Nee, 25 Euro kostet das.
Mehr nicht? Nein. Zum Dinner, ja, für 2 Stunden. Also es ist eine ganz neue Idee, weil es gibt so viele Menschen, die würden so gerne mal in so einem Wohnmobil mal essen, mal ein bisschen länger verweilen, als nur in der Messe mal reinschnuppern. Da könnte man ja gleich noch eine Wohnmobilverkaufsstelle machen. Das ist ja irre, das ist ja total toll, ne? Die Regeln für ein Wohnmobildinner sind ganz einfach. Ankommen, wohlfühlen, Abstand halten, Maske tragen, das Essen und die Getränke werden bis zur Wohnmobiltür geliefert und einfach entspannen und genießen. Das ist jetzt hier die Vorspeise. Der Hammer. Leute. Wir müssen noch Kerzchen anzünden, Schatzi. Also was haben wir denn hier alles? Das 2 Hälften, ja, ne? Das ist Bruschetta, das ist hier Mozzarella und was ist denn das hier oben? Oh, das ist ein Riesenteil, du. Was ist denn das da oben? Oh Gott, das kann man gar nicht in die Hand nehmen. Das Wohnmobil-Dinner-Menü konnten wir uns vorher auf der Internetseite von Kais Restaurant aussuchen. Es gibt eine Auswahl zwischen vegetarisch, Fisch- und Fleischgerichten. Ey, wir sind voll im Glückshormonrausch. Das ist hier... Also ich sag mal, Volltreffer hoch 10, diese tolle Dekoration, dieser liebevolle Empfang, diese hier richtig so Stoffdecken, dann hier Blumen, Kerzen, Salz, Pfeffer, Besteck für jeden Gang, aufmerksamer Service. Ich bin total begeistert. Das ist wirklich toll. Das ist so ein schönes Erlebnis. Guck mal, wie dieses Herz da hinten angestrahlt wird. Und das war jetzt hier das erste wirklich Volltreffer-Menü. Und wenn ich sowas wie Michelin-Sterne, Traumtoursterne geben würde, wäre das hier die volle Punktzahl. Es ist nicht nur lecker, es ist ein Erlebnis, es ist toll. Das wird so sehr in meine Erinnerungskiste kommen. Das in diesen besonderen Zeiten sowas zu erleben, ganz toll. Tauch mit mir hinab, gemeinsam aufwärts zu fliehen, schlafende Küsse. Einfach so. 5 Faden tief. Herz geheim. Verlass mich nicht, ich verlass mich auf dich. Herzkammern auf, Bad News raus. Liebe rein, glücklich sein. Herzkammern auf. Wenn man einmal bei so einem Wohnmobildinner dabei war, dann ist man auch schnell infiziert und möchte unbedingt zum nächsten Dinner. Diesmal sind wir in den Himmel gefahren, nach Langenfeld. So, Wohnmobildinner-Tour Nummer 2. Heute geht es in den Himmel, Schatzi. Und zwar ins Heavens. Das ist eigentlich eine Event-Location und ich glaube, dass da auch wieder sowas wie ein Golfplatz ist. Und da gehen wir heute hin, da haben wir so schöne Bilder gesehen und das schauen wir uns jetzt mal an. Total super Platz hier. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Richtig nett. Der Service kommt jetzt gleich zu Ihnen, bringt Ihnen ein Aperitif. Okay. Cool, super. Also auch wieder eine herzliche Begrüßung. Es ist ein richtig schöner Platz und ich habe schon gesagt, ne, das lädt ja fast ein, dass man das auch später noch für solche Dinner nutzt. Aber... das ist ja eigentlich hier der Platz von den Golfplätzen, also der Parkplatz. Und deswegen funktioniert das nicht. Und ich glaube, da kommt auch schon jemand mit einem Aperitif. Das ist ja unglaublich. Kaum geparkt. Hallo, schon. Herzlich willkommen. Kaum geparkt und schon serviert. Das ist ja so unfassbar. So sieht's aus. Ja, super. Ein kleines Willkommens-Tablettchen sozusagen. Einmal das eine Lampe. Guck mal, eine kleine Fettbombe. Genau. Das ist ja cool. Hallo, das ist ja schon eine super Begrüßung hier. Einmal die Tage inklusive Tageskarte. Und zum Ankommen ein Säckchen und ein bisschen Dekoration könnt ihr euch... Danke sehr. Auf das ganze genau, Ding nehmen das ganze Ding, dann könnt ihr es euch hübsch machen. Super. Und dann komme ich nachher wieder. Ja, vielen Bis Dank. Später. Dankeschön. Ach, das ist aber nett hier. Wow, wie süß. Guck mal, wir kriegen sogar so eine Lampe. Muss ich gar nicht meine eigene aufbauen. Aber was ich total süß finde, guck mal hier. Was ist doch das hier? Wohnmobil-Dinner. Wir waren dabei und hier. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und... bleiben Sie gesund. Das finde ich ja mal voll süß hier. Alles so liebevoll. Marion, die Inhaberin des Heavens, ist mit Leib und Seele Gastronomin. Und das spürt man hier in jeder Ecke. Weil wir diese Woche das Motto haben, wenn ihr eure Masken tragt.
kleines Törtchen mit Maske. Ob Hochzeiten, Taufen, Geburtstage, hier hat man gerne gefeiert. Denn das Heavens ist eigentlich eine Event-Location. Jedes Wochenende ausgebucht, 2 Jahre im Voraus, freitags und samstags, mit Hochzeiten, Geburtstagen, Taufen, Konfirmationen, Kommunionen, alles, was man halt feiern kann. Haben auch eigene Feiern auf die Beine gestellt, schöne große Benefizpartys, wo Sänger, Saxophonisten freiwillig aufgetreten sind und wir haben das ganze Geld für It's for Kids jedes Jahr gesammelt. Zumindestens bis 2020. Dann kam der Lockdown. Ja, und dann kam der erste Lockdown. Und dann sind alle Feiern weggebrochen. Und wir haben aus dieser Event-Gastronomie eine à la carte-Gastronomie gemacht. Bis November, bis der nächste Lockdown kam. Und dann habe ich irgendwann eines Nachts im Fernsehen gesehen, dass eine Dame in Hessen eine Wohnmobil Dinner aufgezogen hat und habe dann meine Kinder sofort interviewt und habe gesagt, ich muss jetzt innerhalb von 3-4 Tagen was auf die Beine stellen. Wow. Bürgermeister angerufen, ob ich das darf. Freitags morgens die Genehmigung gekriegt und freitags abends hatten wir dann die ersten 3 Wohnmobile hier stehen. Wow. Und da habe ich gedacht, okay, wenn es bei 3 bleibt, ist es blöd, es ist auch nicht wirtschaftlich. Bin dann bei Facebook in die Gruppe Wohnmobil Dinner Original gegangen. Ja, genau. Und dann ist es auf einmal ein Selbstläufer gewesen. Das ist das Bestorganisierteste, was wir bis jetzt gesehen haben. Echt? Ja. Oh, okay. Auch das, was das am meisten besucht ist. Ah, interessant. Ja. Wie viele Dinner haben Sie denn schon erlebt? Das ist das dritte. Das dritte? Ja. Und war alles hier in der Gegend? Kommen Sie hier aus der Gegend? Also wir wohnen in Langenfeld, aber vorher waren wir in Witten und in Burscheid oder Opladen, irgendwo sowas da in der Ecke, in Leverkusen. Unter der Woche ist, glaube ich, schlecht. Also hier ist, glaube ich, nichts unter der Woche. Gestern war aber auch alles. Ja, gestern also ist auch Freitag. Ist ja, Freitag, also Wochenende ist offen. Aber zum Beispiel in Witten, wo wir waren, das war an einem Dienstag. Okay. Und da hat mich erstaunlicherweise, da waren auch mehrere Leute. Echt? Da. Ja. Ich kenne auch Wohnmobil-Dinner nur am Wochenende. Bislang. Nee, also wir haben da so ein Ehepaar getroffen, die waren da schon zum 5. oder zum 6. Mal. Also das war ganz am Anfang, also das war schon vor Wochen. Okay. Also die machen gar nichts anderes mehr, glaube ich. Doch geht. Es ist zwar etwas dunkel, aber ich habe hier ein super spannendes Pärchen. Ja. Die haben kein Wohnmobil, die haben auch keinen Camper, sondern einen kleinen 3,5 Tonner LKW mit Ladefläche, also mit Plane. Und da waren wir letzte Woche, Samstag waren wir auch hier. Und da haben wir dann Bierzeltgarnitur rein mit 4 Stühlen. Ja. Und da haben wir lustig gefuttert, ja, und ja, mit einem Heizstrahler drin und alles. Und wir hatten die beste Aussicht, weil wir hatten die Plane oben. Ja, und auch da hinten steht ein Wohnwagen. Also sie ist hier total offen für alles, ja, was ja, Räder genau, hat und genau, irgendwie drin ja, speisen kann, ja, ist hier genau, willkommen. Ja. Ne? Aber man, ja, muss in der Zeit Ideen haben einfach. Ne? Und dann, ja, um halt eben auch das Ganze irgendwie auch genießen zu können. Kreativität und Humor sind übrigens die besten Krisenmanager. Natürlich gleich gefolgt von himmlischem Essen. Und das hatten wir im Heavens reichlich. Ja, kannst du das mal bitte entgegennehmen? Ich glaube, wow, gut, dass wir einen Kühlschrank dabei haben. 2 Personen. damit hier keiner nicht oh mein Gott! Geht. Ich glaube, wir hätten den Tisch doch ausziehen sollen. An diesem Abend spüre ich eine wirkliche Faszination, die von diesem Wohnmobil-Dinner ausgeht. Es ist nicht nur eine Win-Win-Situation für Gastronomie und Wohnmobilist, sondern irgendwie ist es auch mehr. Und ich möchte das gar nicht mehr vermissen. Und irgendwie auch wieder der Beweis, dass in mancher Krise auch ein Geschenk liegt. Guck mal hier, es füllt sich immer mehr. Ach, guck mal, wie süß. Happy Birthday. Nein, da hat einer Geburtstag, Schatz. Nein! Guck mal hier mit einem dicken Herz. Geburtstag im Wohnmobil? Als Wohnmobil-Dinner? Das bringt mich doch jetzt auf eine ganz tolle Idee. Dazu demnächst mehr. Bad News raus, Liebe rein, glücklich.
glücklich sein. Ba, ba, ba.